Wir sind jetzt auf dem Weg in den Hyde Park. Quasi nebenan von unserem Hotel ist auch schon die erste Sehenswürdigkeit. So, wir sind jetzt im Hyde Park angekommen und gehen jetzt hier vorne, ist direkt der Kensington Palace. Da gehen wir jetzt mal rein. Wir sind jetzt an der Royal Albert Hall und hier ist das Royal Albert Memorial. Auf dem Weg, jetzt sind wir fast vor so einem Pfeiler gelaufen. Wir sind jetzt auf dem Weg in den Hyde Park, denn der hier hat heute Geburtstag. Und da haben wir uns gedacht, da machen wir einen Tag im Hyde Park, verbringen wir da komplett, gucken uns da die Sachen an. Ab heute benutzen wir nämlich auch unseren London Pass. Das auch nochmal so als Tipp, also wenn ihr euch viel angucken wollt, was Eintritt kostet, dann ist dieser London Pass auf jeden Fall eine super Alternative. Und das lohnt sich halt echt. Also wir haben den jetzt für 5 Tage von heute Sonntag bis Donnerstag und gucken uns da jetzt ein paar Sachen mit an. Und ja, heute fangen wir da mit dem Hyde Park an und dann nehmen wir euch jetzt mit. Quasi nebenan von unserem Hotel ist auch schon die erste Sehenswürdigkeit, die ihr wahrscheinlich so von der Skyline Londons kennt, nämlich The Gherkin. Und das ist hier so ein bekannter Wolkenkratzer, der so ein bisschen eiförmig aussieht, wo hauptsächlich Büros drin sind von irgendwelchen Banken. Also es steht im Finanzdistrikt hier in London. So, ein paar Meter weiter sieht man ganz gut den Sky Garden da vorne. Das ist ein anderes Gebäude, was ihr wahrscheinlich auch von der Skyline Londons kennt. Ihr könnt da auch kostenlos hoch, machen wir auch noch. Muss man nur vorher Tickets reservieren und das ist eine richtig gute Aussicht von da oben. Also wir gehen jetzt da oben rauf, auf dem, das ist das Monument of the Great Fire hier und mal gucken, wie viele Wendeltreppen uns das nach oben begleiten. Ich freue mich schon wieder, aber ja, wir zeigen euch die Aussicht. Wir haben es geschafft, die über 300 Stufen hier hochzugehen, sogar für meine Verhältnisse in Rekordzeit. Das stimmt. Und jetzt haben wir eine super Aussicht auf London. Wir gehen jetzt wieder runter und Florian kriegt hier einen Geburtstagsanruf nach dem anderen oben auf dem Monument. Aber bei der Aussicht kannst du einen schlimmer treffen.
Geschafft! So, jetzt gibt es erstmal ein Geburtstagscookie für den Florian. Welches sucht er sich denn aus? Ich weiß noch nicht. Ich weiß gar nicht mehr, was da ist. Ich nehme einfach das, was oben drauf ist. Ich glaube, das war Triple Chocolate. Das kann sein. Ja, dann. Muss ich noch was sagen? Schmeckt. So, also wir gehen jetzt weiter in Richtung Hyde Park und zwar zuerst zum Pub des Churchill Arms. Den kennt ihr, wenn ihr den seht, kennt ihr den auf jeden Fall. Ist mit so schönen Blumen und so. Und genau, da laufen wir jetzt gerade zu U-Bahn. Nochmal kurz ein Update zu The Monument of the Great Fire, wo wir gerade waren. Das kostet normalerweise so um die 5 Pfund für Erwachsene. Wir hatten es jetzt aber mit in dem London Pass mit drin. Einmal dort hochzugehen, dann bekommt man am Ende eine Urkunde über die 311 Stufen, die ihr gegangen seid. Wichtig. Und es lohnt sich auf jeden Fall. Ihr habt dort eine Megasicht auf London. Ihr seht die Tower Bridge, den Sky Garden, The Shard, St. Paul seht ihr. Ja, kann man auf jeden Fall machen, wenn ihr Zeit habt. So, wir waren jetzt gerade hier am, ich glaube es ist am Anfang von Notting Hill, nämlich an dem relativ bekannten Pub Churchill Arms. Habt ihr wahrscheinlich auch schon mal gesehen, dass dieser Pub mit den ganz vielen Blumen, die da an der Fassade hängen, da waren wir jetzt gerade. Und machen uns jetzt erstmal weiter Richtung Hyde Park, nämlich zum Kensington Palace. Wir sind jetzt im Hyde Park angekommen und gehen jetzt hier vorne, ist direkt der Kensington Palace. Da gehen wir jetzt mal rein. Wir wissen jetzt auch nicht, was da drin ist an Ausstellungen oder so. Wir haben das im London Pass drin, deswegen gucken wir jetzt einfach mal. Und wenn es uns nicht gefällt, dann gehen wir halt direkt wieder raus. Aber wir haben gesagt, nutzen wir jetzt einfach mal, dass es drin ist. Und ja, es ist schon ein krasser Kontrast, muss ich echt sagen. Also hier vorne war gerade noch die Hauptstraße. Alles zugebaut, super viel Verkehr. Dann kommt sie hier hin und einfach alles grün. Also da vorne einfach nichts. Ja. Jetzt gucken wir uns das Ganze mal an. So, wir waren jetzt im Kensington Palace. Und für uns beide war es ehrlich gesagt nichts. Also wir fanden auch den Eintritt, den wir jetzt durch den London Pass nicht bezahlt haben, aber die 20 Pfund, die es eigentlich kostet, ist unserer Meinung nach jetzt auch nicht unbedingt wert. Sei denn, man steht halt total auf die royale Geschichte hier, weil eigentlich bis auf so ein, zwei Schmuckstücke hängen da eigentlich auch nur Bilder an der Wand. Also wer interessiert ist, kann da sicherlich mal reingehen, vor allem wenn man den London Pass hat, aber für uns als eigentlich Museumsmuffel hat es sich jetzt nicht wirklich gelohnt, deshalb sind wir auch relativ schnell wieder rausgegangen. Wir sind jetzt an der Royal Albert Hall und hier ist das Royal Albert Memorial und hier ist die Royal Albert Hall. Und genau, also das Memorial sieht halt richtig, richtig schön aus, seht ihr gleich. Und in die Royal Albert Hall wollten wir eigentlich jetzt reingehen, weil das halt auch im London Pass drin ist. Da sind, glaube ich, auch so Veranstaltungen wie so ein Theater oder Konzert oder sowas. Da wollen wir jetzt gleich mal reingehen, weil da haben wir eine Tour mit drin. Und wir wissen jetzt halt aber nicht, ob das heute klappt oder ob man da irgendwie was vorreservieren muss. Aber das werden wir jetzt in Erfahrung bringen und ansonsten haben wir noch ein paar Tage Zeit, falls wir heute nicht mitkommen.
Wir sind jetzt am Princess Diana Memorial Fountain hier im Hyde Park. Und es ist super voll hier. Es ist so ein eingezäunter Bereich und scheinbar sehr, sehr beliebt bei Familien. Es sind so viele kleine Kinder, die hier spielen und im Wasser rumspringen. Dementsprechend laut und voll ist es hier. Aber es ist echt schön gemacht hier. Also der Brunnen sieht ganz schön aus und auch das Areal hier drumherum ist wahrscheinlich nicht umsonst hier so beliebt bei Familien. Also wir gehen jetzt doch nicht in die Albert Hall rein. Hat jetzt nichts damit zu tun, dass wir nicht reinkommen. Wir haben jetzt auch gar nicht nachgefragt, nur wir sind von der Zeit halt schon ein bisschen knapp dran. Weil wir wollten noch zum Wellington Arch und da kann man halt auch rein. Und der hat halt nur bis 17 Uhr auf. Und dazwischen wollten wir noch ins Natural History Museum und ins Harrods. Plus wir haben halt noch zwei so Statuen offen und ja. Deswegen wird es etwas knapp. Aber wir holen das auf jeden Fall nach, also wollen das auf jeden Fall nachholen und dann können wir euch darüber berichten. So, wir sind jetzt im Natural History Museum und wir gucken uns jetzt mal das Museum an und das kennt ihr bestimmt wegen dem berühmten Walskelett. Aber das zeigen wir euch gleich. Jetzt aus dem Natural History Museum und das war echt ganz interessant. Das Gebäude sieht schon ganz gut von außen aus, gerade jetzt, wo wir hier durch den Haupteingang reingekommen sind und dann direkt unter diesem riesigen Walskelett stehen. Das ist schon echt imposant und auch so, wir sind da jetzt noch schnell durchgelaufen, aber es hat auf jeden Fall echt ein paar ganz coole Sachen zu bieten. Auch ein paar interaktive Sachen, dementsprechend sind auch relativ viele Kinder hier, also ein Besuch lohnt sich auf jeden Fall und wenn man da interessiert dran ist, kann man hier bestimmt auch einen ganzen Tag verbringen. Also wir waren jetzt im Harrods, Jenny das zumindest auch mal gesehen, ich war vorher schon mal drin und sind da dann einmal durch die verschiedenen Etagen gelaufen, haben uns das alles mal ein bisschen angeschaut und sind dann danach vom Harrods weiter mit dem Bus gefahren, nämlich nochmal Richtung Hyde Park zur Speakers Corner und da stehen wir jetzt quasi auch. Genau, erstmal wurden von mir zwei Illusionen zerstört, weil ich dachte, ja, Harrods wäre so ein Kaufhaus wie Galeria Kaufhof oder wie Karstadt oder so. Also wäre halt nur teurer, ne? Das war mir schon bewusst, aber ja. Wir kamen da rein in diese Schmuckabteilung und es sah einfach alles aus wie in einem Museum. Eine Orientierung hatte ich in dem Laden auch nicht. Und ja, jetzt waren wir gerade am Speakers Corner und auch das habe ich mir anders vorgestellt, weil es ist eigentlich nur so, dass dort ein so eine Ecke ist, sage ich mal. Und dort stehen dann halt ja, Personen, die halt was kundtun wollen auf so einer kleinen Leiter und erzählen dann halt was. Und ich habe natürlich was im Auge. So, fertig. Nein, auf jeden Fall ist das so eine Ecke, da stehen dann halt Leute auf ihrer Leiter und geben halt ihre Meinung kund. Und ich habe halt immer gedacht gehabt, ich weiß nicht warum, ich habe auch noch nie ein Bild davon gesehen, ich habe halt immer gedacht gehabt, das ist wie so ein... ja, so ein runder Platz, wie unten so eine kleine Bühne und dann sind da halt so Stufen, wie so eine Treppe, wo man sich dann halt hinsetzen kann und den Menschen zuhören kann.
war nicht so. Ja, genau. Und jetzt sind wir auf jeden Fall am Marble Arch. Den seht ihr hier auch hinter uns. Das ist halt so ein Bogen und der wurde ursprünglich für den Buckingham Palace gebaut. Und dann wurde der Buckingham Palace aber irgendwie mal umgebaut, weil er sonst zu klein gewesen wäre. Und dann war für den Bogen dort kein Platz mehr und dann hat man den halt hier hingestellt in der Nähe vom Hyde Park. Und da steht er jetzt halt auch noch. Genau. Und jetzt gehen wir gleich mal weiter was essen. Wir haben nämlich beide ziemlich Hunger. Und wir haben nämlich einen Platz im Hard Rock Café reserviert und da werden wir jetzt gleich lecker Burger essen. So, und wie jeden Abend, frisch geduscht, aus dem Hotelzimmer nochmal ein Update. Ne, wir waren im Hard Rock Café und es war echt mega lecker, wie ihr ja bestimmt auch schon gesehen habt. Florian hat auch ein Ständchen bekommen. Ich habe auch ein Ständchen bekommen. Und Eis. Ja, und gratis Eis. Das seht ihr ja auch noch gleich. Und ja, jetzt sind wir wieder im Zimmer. Und ja, morgen geht's nach Windsor Castle. Und dann beenden wir jetzt erstmal dieses Video. Und sagen, wir sehen uns morgen. Genau, bis morgen. Dann nicht vergessen zu liken, kommentieren und zu abonnieren wie jedes Mal. Tschüss. Bis dann. Und jetzt? Keine Ahnung. Die erste bekannte Sehenswürdigkeit hier in London ist auch gar nicht so weit von... Toll, jetzt hast du mich ja ganz nah drauf. Gar nicht so weit weg von uns. Ich glaube, das wird nichts. Hast du auch nur den Baum drauf? Ja, man erkennt mich. War so ein bisschen geschmolzen.